Hallo meine werte Community und damit herzlich willkommen. Ich melde mich nur kurz zu Wort vor dem Wochenende, um euch mal wieder dran zu erinnern, die Däumchen nach oben zu drücken. Und ja, ich wünsche euch schon mal vorab ein schönes Wochenende. Das war's auch schon. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichte. Bereits als kleiner Junge war ich eine introvertierte Person, die seine Zeit mehr mit sich selbst verbracht hat als mit anderen Menschen. Heute bin ich erwachsen und habe trotzdem mein Bestes getan, um mich vor der Welt zu verstecken. Ich habe Ressourcen, die mir für den Rest meiner Tage reichen. Ich brauche kein soziales Umfeld. Also habe ich es immer vorgezogen, inmitten meiner Bücher und Antiquitäten zu sein. Ich habe ein Leben lang meine Sammlungen aufgebaut. Sie sind meine Familie. Meine Kinder sozusagen. Den Geschmack und das Gespür für gute Sammlerstücke habe ich bereits als Teenager entwickelt. Also entschied ich mich als Erwachsener, mein Hobby zum Beruf zu machen und eröffnete einen kleinen, spärlichen Antiquitätenladen in der Stadt. Dies sollte die Anlaufstelle für jeden Menschen sein, die sich an alte Dinge erfreuen können. Ich hatte wirklich viele davon. Antike Bücher, seltene Stoffe, edles Porzellan, besondere Münzen und einzigartige Kunstbilder. Die Recherche, der Einkauf und anschließend der Verkauf von diesen Gegenständen war wie eine Sucht für mich und ich gab gerne mein Geld für diese Dinge aus. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit versucht habe, so viele seltene Gegenstände wie möglich zu kaufen, um sie dann in meinem Laden anzubringen. Im Laufe der Jahre hatte ich alle möglichen Kunden, Universitätsdozenten, Politiker, wohlhabende Exzentriker und ahnungslose reiche junge Sprösslinge aus der Oberschicht. Die letztgenannte Gruppe war meine liebste Kundengruppe. Sie gaben ohne weiteres fast das Doppelte für einen Gegenstand aus, wenn ich genug Zeit damit verbrachte, ihnen zu erklären, wie einzigartig und begehrt ein bestimmter Gegenstand war. Aber ein Narr und sein Geld lassen sich leicht trennen, also kann ich mich nicht beklagen. Ich hatte begonnen, mir in meinem Antiquitätenladen einen Namen zu machen. Und oft kamen Leute vom anderen Ende des Landes zu mir oder schickten mir Briefe, in denen sie sich nach Dingen erkundigten und fragten, ob ich sie besorgen könne. Ein paar Kunden kamen im Laufe der Jahre sogar aus dem Ausland. Und oft waren sie meine besten Kunden. Es dauerte nicht lange, bis ich so gut wurde, dass ich mit wirklich verdammt wertvollen Antiquitäten und seltenen Schmuckstücken in Berührung kam, die mir vielleicht nichts bedeuteten, für die aber einige wenige Leute enorme Summen bezahlen würden. Natürlich musste ich mir ein Stück von diesem Geschäft sichern. Ich habe mir selbst beigebracht, wie man eine Rarität auf einer Auktion erkennt, wer sich für ein Stück aus meiner Sammlung interessieren würde und natürlich, wie man damit wirbt, dass ich ein Spezialist auf diesem Gebiet bin. Auch habe ich einige Fehler gemacht, aber das macht natürlich jeder, wenn er etwas zum ersten Mal versucht. Der Trick ist, dass man seine Fehler mit Selbstvertrauen macht. Natürlich mag die Art und Weise, wie ich einen Teil meiner Sammlung beschafft habe, nicht ganz legal gewesen sein, aber wenn ich es nicht getan hätte, hätte es jemand anderes getan. Ich habe mich nie an mörderischen Handlungen oder Gewalt beteiligt, Gott bewahre, aber manchmal sind Regeln dazu da, gebrochen zu werden. Das lernt man vielleicht nicht in der Schule, aber ich bin nie zur Schule gegangen und ich habe mich ganz gut geschlagen. Ich will nicht prahlen, denn Hochmut kommt vor dem Fall, aber einer meiner erfolgreichsten Antiquisitionen ging auf Kosten eines jungen Prinzen in Europa. Er wusste, dass er nach Abschluss des Geschäfts reingelegt worden war, aber er wusste auch und ich wusste es, dass es für sein Land eine internationale Blamage bedeuten würde, wenn er einen Aufstand wegen meines Raubüberfalls machen würde. Also schwieg er und wurde offensichtlich aus seinen Erfahrungen mit mir klüger. Und ich bin natürlich reicher geworden. Ein echtes altägyptisches Juwel gehörte mir und er konnte nichts dagegen tun. Ein Spezialsammler, zu dem ich eine gute Arbeitsbeziehung aufgebaut hatte, kaufte es mir ab. Und das brachte mich aus dem Reich des Wohlhabenden an den Rand des Millionärs. Das waren gute Zeiten. Ich frage mich oft, ob ich mit dem Geld zufriedener war oder damit, dass ich davon kam. Es war nicht nur der Adel, den ich täuschte. Ich hatte auch eine Abneigung gegen religiöse Menschen. Doch mit der organisierten Religion kommt auch Geld, und zwar eine große Summe.
so behielt ich immer ein Auge auf religiöse Artefakte und historische Manuskripte, die mir über den Weg liefen, und sicherte mir eine fürstliche Summe für meine Funde. Die kleinen, besonderen Gegenstände, mit denen ich angefangen habe, waren zwar immer noch meine Leidenschaft, aber mit Spezialantiquitäten war das große Geld zu verdienen. Dank meiner Kontakte wusste ich, welche Dinge, auf die ich stieß, es wert waren, weiterverfolgt zu werden, und welche man besser ignorieren sollte. Ich kann euch mit Stolz sagen, dass viele verlorene Dinge tatsächlich da draußen sind und sich im Besitz von jemandem wie mir befinden. Viele von ihnen haben mir über die Jahre wirklich gute Dienste geleistet. Natürlich bis zu jenem schicksalhaften Tag. Und genau aus diesem Grund hört ihr mir zu. Es begann an einem kalten Novemberabend, damals im Jahr 1977. Es war ein ruhiger Tag im Geschäft und ich war gerade dabei, die Flammen an meinem Kamin zu löschen und mich nach oben zurückzuziehen, wo ich wohnte. Dann öffnete sich die Tür und ein schwarz gekleideter Mann mit einem breiten Schlapphut kam herein. Er brauchte so lange, um durch die Tür zu kommen, dass ich mich schon fragte, ob er betrunken war. Dann sah ich seinen Stock und wie er nach möglichen Stufen suchte, und mir wurde klar, dass dieser Mann blind war. »Guten Abend, Sir. Darf ich Ihnen helfen?« Er schaute in meine Richtung und sagte, »Oh, danke. Normalerweise habe ich jemanden, der mir beim Tragen von Dingen hilft. Aber im Moment ist er anderweitig beschäftigt.« Er trug eine kleine Holzkiste in seinem anderen Arm. Ich nahm sie ihm ab und stellte sie auf einen der Tische im vorderen Teil meines Ladens. Dabei fiel mir der weiße Kragen unter seinem dicken Mantel auf. Ein Priester. »Wie kann ich Ihnen in dieser Winternacht behilflich sein?« »Nun, mein Name ist Peter Warwick. Ich komme von der Kirche in der nächsten Straße. Man hat mir Ihren Namen vorgeschlagen, um Ihnen diesen Gegenstand zu geben, den ich in der Kiste habe. Die Kirche wirbt dafür, unerwünschten Krempel loszuwerden. Und wir dachten, wir gehen mit gutem Beispiel voran und fangen mit Dingen an, die wir schon seit Jahren nicht mehr benutzen. Ich hatte also Leute zu Besuch und wir haben gemeinsam eine geheime Zeremonie durchgeführt und den erhaltenen seltenen Gegenstand versiegelt. Wir haben diesen Gegenstand mit besonderen Zaubern versehen, weil es notwendig war. Doch nun ist wieder alles im grünen Bereich. Die Sache ist die, dass ich es nicht einfach an irgendjemanden verschenken möchte. Es würde mich schmerzen, wenn dieser in eine Mülltonne geworfen wird. Sie sind in diesem Bereich dafür bekannt, dass sie sich mit seltenen Dingen und all dem beschäftigen. Ich dachte, Sie würden sich diesen Gegenstand vielleicht gerne ansehen und beurteilen, ob Sie eine Verwendung für diesen haben. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen, Vater. Soll ich die Schachtel öffnen und sie mir ansehen? Ja, bitte tun Sie das, denn ich habe sie nicht gesehen. Ich bin nun schon seit vielen Jahren meines Augenlichts beraubt. Ich öffnete die Schachtel in der Erwartung, dass sie mich überhaupt nicht interessieren würde. Allerdings befand sich darin etwas, von dem ich nichts in meinem Laden hatte und die mit besonderen Ereignissen verbunden ist. Darin befand sich eine recht fröhlich aussehende Puppe, die allerdings durch ihre Mimik und ihre Augen eine bedrückende Atmosphäre erzeugte, wenn man sie anschaute. Die Puppe hatte ein lockiges, blondes Haar, das zu Zöpfen mit rosa Schleifen auf dem Kopf frisiert war. Sie hatte übergroße, leuchtend blaue Augen, die im Licht zu funkeln schienen, aber gleichzeitig einem direkt in die Seele starrten. Die Puppe trug ein weißes und rosa gepunktetes Kleid mit Spitzenbesatz und einem passenden Kopftuch. Ihre Schuhe sahen aus wie schwarze Mary Janes und sie trug weiße Socken. Das Gesicht der Puppe war weich und rund mit rosigen Wangen und sie hatte ein kleines, verzerrtes Lächeln auf den Lippen. Ihre Mundwinkel waren schief, sodass ihre untere Lippe nach links verzogen war und es dadurch wirkte, als ob sie einen Schlaganfall erlitten hatte. Sie sah wie etwas aus, das mit einem Glauben an das Gute und Böse zu tun hatte, wenn man religiöser Überzeugung war. Aber ehrlich gesagt war das nichts, was mich auch nur im Entferntesten interessierte.
In der Schachtel lag ein kleiner Zettel, auf dem die Worte bereits verblasst waren. Ich nahm es vorsichtig in die Hand und studierte den Inhalt. Es war wie ein handgeschriebener Kommentar zu religiösen Praktiken und enthielt viele Beobachtungen und sogar ein Tagebuch über die Ereignisse, die scheinbar mit dieser Puppe zu tun hatten. Die rechte Ecke war leicht verkokelt, und nachdem ich die Schriften gelesen habe, ging ich davon aus, dass dieser Zettel zur Versiegelung verwendet wurde. Ich hatte von sowas eigentlich keine Ahnung, aber ich habe mal auf meiner Reise durch Südamerika von einem Priester schon so etwas Ähnliches gehört. Die Puppe an sich war für mich etwas uninteressant, aber dieser Zettel hat meinen Appetit geweckt. So etwas hatte ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Auch wusste ich, dass es viele Idioten da draußen gab, die für solche verfluchten Gegenstände mit einer düsteren Geschichte und einem beigelegten Manuskript, das auch noch für eine Art Versiegelungszauber benutzt wurde, wirklich sehr viel Geld ausgeben würden. Es war klar, dass der Priester keine Ahnung hatte, worum es sich bei diesem Gegenstand wirklich handelte. Und wenn er geschickt worden war, um diesen Gegenstand aus seiner Kirche bei mir loszuwerden, dann hatte offensichtlich auch niemand dort eine Ahnung davon. Nun, Vater, ich habe mir die Puppe angesehen und den Inhalt durchgelesen. Es gibt nichts, was so viel wert ist, fürchte ich. Hier ist nichts aus Aladins Höhle, scherzte ich. Verstehe. Machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Ich dachte nur, Sie möchten vielleicht erst einmal einen Blick darauf werfen. Sie sind hier in der Gemeinde hoch angesehen, wissen Sie? Das ist sehr freundlich von Ihnen, Vater. Ich überlegte, ob ich die Puppe einfach nehmen und ihm die Schachtel zurückgeben sollte. Aber im Laufe der Jahre habe ich genug Erfahrungen gesammelt, um zu wissen, dass ich sowas für sehr viel Geld verkaufen kann. Denn wenn ich eins wusste, dann ist es, dass die Menschen Geschichten lieben. Okay, Vater. Ich mache Ihnen ein Angebot. Ja? Und wie lautet dieser? Nun, ich sage Ihnen etwas. Ich schätze sehr, was Ihre Kirche in der Gemeinde tut, und ich würde gern einen Beitrag dazu leisten. Wie wäre es, wenn ich den gesamten Inhalt Ihrer Kiste mitnehme und Ihnen eine Spende für Ihre Kirche gebe? Sie sind zu freundlich, Sir. Ich muss allerdings sagen, dass ich kein Bargeld mitnehmen kann. Würden Sie bitte einen Scheck für die Kirche ausstellen? Natürlich. Sagen wir 230 Euro? Er lächelte freudig und machte eine große Show, um mir die Hand zu schütteln. Nun, was sind schon 230 Euro, wenn ich jetzt eine wertvolle Puppe besitze? Er war zufrieden. Ich war zufrieden. Wenn später jemand danach fragen würde, könnte ich immer behaupten, ich hätte es weiterverkauft. Ich bezweifle allerdings, dass sie das nach all der Zeit tun würden. Danach wollte ich nur noch, dass dieser Priester aus meinem Laden verschwindet, damit ich mir einen Weg überlegen konnte, wie ich einen Preis für meine begehrte Beute erzielen konnte. Wenn diese Begegnung zu schön klingt, um wahr zu sein, dann habt ihr recht. Manche würden sagen, zu Recht, nachdem ich einen heiligen Mann abgezogen habe. Ich würde einfach sagen, dass der Abfall des einen der Schatz des anderen ist. Also schickte ich den Priester weg, schloss den Laden ab und ging nach oben in mein Zimmer, um eine neue Ergänzung zu studieren. Da bemerkte ich zum ersten Mal, wie ungewöhnlich diese Puppe war. Nachdem ich es auf meinen Schreibtisch gelegt hatte, fühlten sich meine Hände schleimig an. Ich schaute auf meine Hände und meine Finger waren mit dieser rosafarbenen, klebrigen Substanz bedeckt. Zuerst dachte ich, dass die Kleidung dieser Puppe meine Hände verfärben würde, aber die Farbe war nicht verschmiert auf der Kleidung. Ich schrubbte meine Hände sauber und trocknete sie ab. Dann setzte ich mich hin und studierte diese Puppe erneut. Diesmal gab es keine klebrige Substanz. So sehr ich mich auch bemühte, ich konnte nichts finden, was auf meine Hände gelangt wäre und das verursacht hätte. Dann schaltete ich meine Schreibtischlampe ein und begann, den Gegenstand genauer zu untersuchen. Ein weiterer Schock sollte folgen. Als ich den Zettel mit der Handschrift in die Hand nahm, konnte ich schwören, dass sich der Text verändert hatte. Manche Sätze waren nur schwer zu lesen, aber die Worte, die ich verstehen oder entziffern konnte, enthielten Sätze wie »Die entzückenden Schrecken, die die Auserwählten erwarten« und »Jede Flucht ist in Wirklichkeit eine kurze Atempause vor der schrecklichen Realität vor ihm«.
Es gab noch mehr solcher Sätze, aber das waren die ersten beiden, die ich las und die sich mir auf so schreckliche Weise einbrannten. Plötzlich fielen Bluttropfen auf meinen Schreibtisch. Ich merkte, dass ich plötzlich ein schreckliches Nasenbluten hatte aus beiden Nasenlöchern. Ich hatte Mühe zu atmen, so schlimm war es. Sofort rannte ich in mein Badezimmer, um in den Spiegel zu schauen. Da bemerkte ich, dass der Spiegel mit der gleichen rotfarbenen Substanz wie mein Blut beschichtet war. Es ist vielleicht nicht gerade schön, das so zu sagen, aber mir wurde auf der Stelle schlecht und ich brachte eine Mischung aus Blut und Erbrochenem hoch. Diese Erfahrung wünsche ich keinem von euch, der das hört. Aber wenn ihr jemals das Pech habt, etwas Ähnliches zu erleben, werdet ihr merken, wie sehr euer Verstand rast und ihr alles tun würdet, damit es aufhört. War das die Strafe des Allmächtigen dafür, dass ich einen seiner Priester hinter das Licht geführt hatte? War es etwas Schlimmeres? War ich vergiftet worden? Ich brauchte ein Krankenhaus. Also rappelte ich mich wieder auf. Und in diesem Moment gingen alle Lichter in meinem Laden aus. Damit meine ich nicht nur, dass sie ausgingen. Ich meine, dass sie explodierten. Die Glasscherben der Glühbirnen zersprangen in alle Richtungen und erwischten dabei einige meiner Körperteile. Ich war mir sicher, dass ich ein toter Mann war. In dem Augenblick musste ich in meinem Laden herumkriechen und mich an die Wände klammern. Und ich schwöre bei meinem elenden Leben, dass ich schwören konnte, wie das Blatt auf dem Tisch umgedreht wurde und ein schreibendes Geräusch eines Bleistifts ertönte, das etwas niederschrieb. Was war hier los? Plötzlich krachte ein Teller an die Wand vor mir, so dass ich mich vor Schreck auf dem Boden zusammenkauerte. Als wäre das nicht schon genug des Schreckens, hörte ich aus dem Zimmer über mir, einem leeren Dachboden, flüstern und kratzen. Auf allen Vieren kriechend wusste ich, dass ich die Treppe hinunter und durch die Tür auf die Straße gelangen musste. Als ich an dem langen Spiegel vorbeikam, der sich an der Wand am oberen Ende der Treppe befand, glaubte ich, dass es ruhiger wurde. Und meine Atmung begann sich zu normalisieren, obwohl sie offensichtlich durch Adrenalin beschleunigt wurde. Ich überprüfte mein Gesicht im Spiegel, um zu sehen, ob die Blutung gestoppt war. Dann starrte ich einige Sekunden lang vor mich hin und wollte immer noch vor meiner schrecklichen Tortur fliehen, als das Gesicht im Spiegel plötzlich zu dem von der Puppe wurde, mit dem zusätzlichen Schrecken, dass es keine Augen mehr hatte, sondern Löcher, die von Blut und Maden umgeben waren. Wäre ich nicht vor Angst erstarrt gewesen, wäre ich so schnell gelaufen, wie meine Beine mich tragen konnten. So aber war ich wie angewurzelt, als das Gesicht durch den Spiegel krachte und ich mich an den Fuß der Treppe gestohlen fühlte. Ich hielt mich nicht lange genug auf, um mehr zu sehen, sondern kletterte zur Tür meines Ladens und erinnerte mich, dass ich meine Schlüssel vergessen hatte. Sie befanden sich im Obergeschoss. Um nichts in der Welt würde ich diese Treppe wieder hinaufgehen, also stieß ich mit aller Kraft meiner Beine die Tür auf. Es ist erstaunlich, wie viel Schmerz man nicht spürt, wenn man glaubt, man kämpfe um sein Leben. Die Tür gab schließlich nach, und ich taumelte in die kalte Luft hinaus, wobei ich wohl wie ein Betrunkener aussah, der langsam die Straße hinuntertaumelte, wobei ich die anderen Geschäfte benutzte, um mich aufzustützen. Ich erinnerte mich daran, dass der Priester gesagt hatte, die Kirche sei in der Nähe. In dieser Nacht versuchte ich vergeblich, sie zu finden, bis ich von einem vorbeifahrenden Polizeiauto aufgegriffen und später wegen eines Schocks behandelt wurde. Die Polizei bestätigte, dass mein Haus durchwühlt worden, aber nichts gestohlen worden war. Sie fanden allerdings auch keine Puppe. Ich kehrte nur noch ein einziges Mal an diesen Ort zurück, um mich zu vergewissern, dass alle meine Sachen ordnungsgemäß verpackt worden waren. Die Umzugsleute sahen sich den leeren Dachboden an und stellten fest, dass er tatsächlich leer war. Allerdings berichteten sie von einigen Schnitzereien an den Wänden, auf denen »Bekenne deine Schuld« stand. Ich habe mich damit herausgeredet, dass die Vorbesitzer Probleme mit einem Mieter hatten und ich nie dazu gekommen bin, sie entfernen zu lassen.
Das war natürlich eine Lüge. Es muss seit jener Nacht dort oben passiert sein. Ich habe die Puppe damals niemandem gegenüber erwähnt, aber ich habe sie nie wieder gefunden. Gott sei Dank, ich weiß nicht, wo es ist, und ich will es auch nicht wissen. Jahre nach diesen seltsamen und abgründigen Ereignissen erhielt ich einen Zettel an meine neue Adresse. Er enthielt lediglich eine Wegbeschreibung zu der Kirche, die ich damals suchte. Es dauerte 3 Monate, bis ich den Mut aufbrachte, sie zu besuchen. Ich wusste nicht, was mich dort erwartete, und der Zettel war anonym. Dennoch ging ich hin, denn ich hatte Fragen, auf die ich eine Antwort brauchte. Ich ging am helligsten Tag dorthin, wie ich bereits erklärt habe. Ich bin ja nicht dumm. Und da war dieses kleine Kapellengebäude auf einem weiten Platz. Es sah seltsam aus, und doch war es nur einen kurzen Spaziergang von meinem alten Antiquitätengeschäft entfernt, wie der Priester damals bei unserem Treffen gesagt hatte. Ich näherte mich dem Gebäude und versuchte, die Tür zu öffnen, und sie ging auf. Es widerstrebte mir natürlich einzutreten, aber es war so ein kleiner Ort. Er enthielt einen Altar, ein paar Bänke, 3 schöne Buntglasfenster und vermutlich eine Art behelfsmäßigen Beistuhl. Der Ort war alt und verfallen, völlig verstaubt. Ich hatte keine Lust, hier zu bleiben. Auf dem Weg nach draußen bemerkte ich, dass eine der Türen des Beistuhls einen Spalt breit geöffnet war. Aus reinem Blödsinn benutzte ich meinen Fuß, um sie vorsichtig aufzustoßen. Schon bald lag ich auf dem Boden und brach vor Schreck zusammen, als die Tür aufschwang und die skelettierten Überreste eines Priesters zum Vorschein kamen, der an einer Schnur baumelte und offensichtlich erhängt worden war. Ich habe fast geweint, was für einen empathielosen Menschen wie mich nahezu unmöglich war. Sofort raffte ich mich auf und stand auf, ohne den Blick von diesem grausigen Anblick abzuwenden. Ich musste von hier verschwinden und sofort die Polizei verständigen. Doch glaubt mir, wenn ich sage, dass sich mein sanfter Gang in eine regelrechte Flucht verwandelte, als der Schädel der Leiche vor mir sich zu mir umdrehte. Bekenne deine Schuld. Die Polizei hat diese kleine Kapelle nie gefunden. Und nach vielen, vielen schlaflosen Nächten und schrecklichen Visionen im Spiegel, wann immer ich allein war, habe ich den größten Teil meines Lebens seit diesen Ereignissen in einer speziellen Psychiatrie verbracht. Betrachtete ich mich als verrückt? Nicht wirklich, aber ich weiß, wenn mir jemand von meinen eigenen Erfahrungen von ähnlichen Ereignissen erzählt hätte, hätte ich ihn weggesperrt und den Schlüssel weggeworfen. In dieser Einrichtung ging es mir gut, bis mich eines Tages ein Priester besuchte. Er hat meine Geschichte, die ich vorher in einem Forum gepostet habe, durchgelesen und mich daraufhin aufgesucht. Dann erzählte er mir etwas, das ich niemals vergessen sollte. Er erzählte mir, dass es 1958 einen pädophilen Priester gegeben hatte, der einen Exorzismus bei einem kleinen Mädchen namens Abigail Dawson durchführte, die von einem Dämon besessen war. Er ließ dafür eine Puppe anfertigen, die dem kleinen Mädchen nachempfunden war, um den Dämon darin einzusperren. Um die Eltern vor weiteren Ereignissen zu schützen, sagte er ihnen, dass er die Puppe gegen ihre Tochter tauschen muss, um diesen Exorzismus zu besiegeln. Das Mädchen wurde daraufhin von dem Priester missbraucht und ermordet. Seitdem kursieren zahlreiche Geschichten über diese Puppe. Oftmals spricht man über den Fluch von Abigail Dawson. Sie hatte sich zur Aufgabe gemacht, religiöse Menschen, die schlechte Taten vollbringen, aufzusuchen und sich für ihren grausamen Tod zu rächen. Und jede andere Person, die mit den genannten Menschen in Verbindung kommt oder diese Geschichte gehört hat und ohne zu bußen schlechte Taten in seinem Leben vollbracht hat, kann von ihr heimgesucht werden. Die Puppe benutzt bereits von ihr zum Opfer gefallenen Menschen dazu als geistige Erscheinungen, um sich selbst dem Nächsten zu überreichen. Also seid vorsichtig. Was?